Ja? Egal, was man macht, wenn man einkaufen geht, diese Musik. Wenn man etwas im, wenn man einen Vortrag, selbst einen Vortrag im Handy anschauen möchte, kommen diese ganzen Werbungen. Vor allem dieses Handy-Gedöns. Wirklich, das ist, ich fühle mich sowieso, wenn ich Kinder sehe, mit Handy, komme ich mir vor wie diese Bullen in Spanien, wenn die diese roten Tücher kriegen, weißt du? Innerlich fühle ich dann auch so, ich könnte da wirklich so drauf gehen. Nee, also wirklich, jeder Vater, jede Mutter, die sollten wirklich darauf achten, dass die Kinder fernbleiben von den Handys. Ja? Weil früher, wie war es? Wir hatten einen Fernseher im Zimmer, alle waren im Wohnzimmer, der Vater hat die Fernbedienung in der Hand gehabt. Wenn mal was Schlechtes gekommen ist, ja, was eh schon gefiltert worden ist vom Staat sozusagen, konnte eh nicht alles im TV kommen, aber wenn mal irgendwas gekommen ist, was unseren Glauben sozusagen auch fremd ist, dann hat unser Vater wenigstens entweder weggedrückt oder etwas dazu gesagt. Dann haben wir indirekt eigentlich eine Erziehung bekommen. Ja? Aber wie ist es heute? Die Kinder nehmen sich das Handy in die Hand, wo sowieso ungefiltert alles kommen kann. Alles. Nimmt es in die Hand, geht in sein Zimmer zurück und schaut sich an, was am meisten präsentiert wird. Und das, was natürlich am meisten präsentiert wird, wird ihm nachher als eine Ideologie eingepflanzt sozusagen. Und dann wundern wir uns nachher, wenn mit 14, 15 die Kinder ihre Geschlechter aussuchen.